Diesen Bericht präsentiert euch Speckpumpen, die Hochleistungswasserpumpe von Speck im Haushalt, Sport, Freizeit, Business und Sicherheit. Die Pumpen von Speck, der Garant für Druck in eurer Wasserleitung. Speckpumpen. Ja, jetzt die Klasse der 85 Kubikzentimeter, die sehr heiß umrungen ist, hier beim MySportMyStory Liquimolli, eurer Junior Cup 2022. Viele Starter hier jetzt in Bergheim. Hier stehen die Favoriten jetzt aufgereiht bei dieser Startaufstellung. Ist es der Elias Kowald, der hier aus der vierten Position einen Holeshot probiert? Ist es der Philipp? Und freust du dich schon aufs Rennen? Ja, freue mich. Und geht's auf? Was hast du für eine Strategie? Ja, Erster. Ja, Erster, so soll es sein. Und der Mick wird natürlich schauen, dass er auch Erster wird. Ja, gewinnen. Ja, gewinnen ist hier angesagt. Und Elias, aus Position 4. Ja, ich möchte im Rennen versuchen, Top 3. Na, schauen wir mal. Philipp, und bei dir, wie schaut es bei dir aus? Ich versuche zu gewinnen und alles zu geben. Ja, sie wollen alle gewinnen, es wird sehr, sehr spannend. Und der Erste, der hier jetzt schon an den Start geht, der Pole Position heute eingefahren hat, das war ein richtig hartes Qualifying heute von dir. Und jetzt gehst du mal deine Startposition einrichten. Jo, das mache ich. Du hast ein Lächeln im Gesicht, du freust dich schon aufs Rennen. Ja, voll. Strecke taugt mir voll. Dann wünschen wir dir alles Gute. Ja, danke. Jetzt wird hier die Startposition für die 85 Kubikzentimeter Klasse. 23 Piloten sind hier am Start und sie sind jetzt alle schon in der Startvorbereitung. Ja, Leo, was hat dir jetzt noch der Opa mitgegeben? Ja, ein paar Tipps, wie man, dass ich voll ausschießen soll und ja. Wir wünschen dir alles Gute. Dankeschön. Ja, das wird sehr interessant. Jetzt dieser Start von den 23 Piloten, die hier am Startgrid stehen, hier in Bergheim. Und es wird jetzt ein spannendes Rennen hier bei dieser Veranstaltung beim MSC Bergheim. Ja, und wir möchten uns noch recht herzlich bedanken bei Christian Wild, bei der Firma Max Wild, die uns hier dieses ermöglichen, dass wir hier diesen dritten Lauf durchführen können, unseres MySport MyStory Liquimolli Euro Junior Cups 2022. Julian, jetzt haben wir gerade gesehen, der Davi das Rennen souverän nach Hause gefahren. Ja, er hat heute schon gehört, er ist schon halt der Erste. Und jetzt du, was hast du dir vorgenommen, was für eine Strategie? Ein guter Start und unfallfrei durchs Ziel fahren. Und wir sind gespannt, wie wird Elias jetzt den Start angehen? Ja, ich hoffe, dass er nicht verschläft und den Holeshot zieht. Ja, und die Jungs sind sehr, sehr... Ja, ein toller Start!
Ja, war sehr staubig, war ein ganz gutes Rennen, hat schon passt eigentlich. Bist du zufrieden mit deinem Lauf? Ja, das hat besser gegeben. Mir hat es im Pflichttraining hingelegt und jetzt tut mir der Buckel weh. Also ich habe nicht mehr erkennen und deswegen habe ich geschaut, dass ich meine Platzierung halte. Ein Startzielsieg mit einer überlegenen Führung. Ja, war eine gute Runde. Habe immer, glaube ich, gute Zeiten rausgehauen. Ja, hatte öfters mal ein paar Probleme mit den Überrundeten, aber sonst war es perfekt. Absolut, gratuliere. Danke. Alles Gute für den zweiten Lauf. Danke. Elias, ein toller Start, fast ein Holschutz, hat man gesehen. Wie war es für dich? Ja, ich war eigentlich das erste in der Kurve 3, aber dann war ich ein bisschen schnell. Und dann bin ich gleich Zweiter geworden, dann habe ich das lange gehalten. Aber dann hat mich leider der Mick überholt und dann bin ich aber Gott sei Dank noch Dritter geworden. Ja, das war von Mick heute das richtige Rennen, der hat heute richtig Gas gegeben. Ja, Hut ab für den Mick und für den Yamaha-Fahrer, mir fällt gerade der Name nicht ein. Also gratuliere an die zwei, sind echt stark gefahren und auch gratuliere an alle anderen. Ja, Mick, wie hast du das Rennen von deiner Sicht aus gesehen? War echt ein geiler Fight mit Elias Kowald, Milo Linke, Elias Philipp. Aber mein Start war leider nicht so gut, aber ich habe mich echt gut vorgekämpft. Aber man muss sagen, die höchsten und weitesten Sprünge von dir. Also Mick, das war richtig ein tolles Rennen von dir heute. Also Gratulation, das Rennen deines Lebens. Ja? Ja, ich bin echt sehr, sehr happy. Papa ist auch happy. Und ja, ich freue mich auf den zweiten Lauf. Ja, ich habe deinen Papa beobachtet, der ist neben Peter Kober gestanden und die haben sich richtig selbst beklatscht. Ja, echt gut. Hast du eben gesehen? Ich habe gesehen, du hast bei jeder Runde zu deinem Papa geschaut. Ja. Ja, jetzt alles Gute und dann einen zweiten tollen Lauf. Dankeschön. Wenn es geht, oder? Ja. Oh!
Tisch auf, Tuchfühler! Meine Damen und Herren, jetzt geht es hier in die sächsische Mikrohöhle vorbei! Mikrohöhle auf Platz 2! Sensationell, was dieser Junge heute hier zeigt! Jetzt auf Platz 2 vor die Bahn! Ja, dein Konkurrent war halt der Mick. Ja, der Mick ist ziemlich stark gefahren. Er hat alles gegeben, was er noch kann, und gratuliere. Ja, aber dein Rennen war auch stark, also das war auch top heute. Ja, danke, ich bin echt zufrieden mit mir. Ich habe Herz in Holscher geholt, bin echt zufrieden und es war ein lustiges Rennen. Alles Gute fürs nächste Rennen. Danke. So, Alexander, es war doch ein bisschen Hektik noch mit deinen Batschen, aber jetzt hast du doch fahren können und das Rennen ist um. Wie hast du denn die erste Kurve gesehen? Ja, die erste Kurve war bei mir ganz gut. Ich habe gesehen, vorne gibt's also sind die zusammengefahren und dann habe ich gewusst, jetzt muss ich ausweichen und bin voll in die Eisen gestiegen und dann bin ich gerade noch vorbeigekommen und ja, für mich war Start eigentlich ganz gut. Tristan, wieder ein Start-Zielsieg. Hast du das mitgekriegt in der ersten Kurve, gleich den Massenschutz? Ja, ich war extra langsam gemacht, weil ich mir schon dachte, dass da bestimmt scheppert. Aber dann hat es super geklappt. Ja, super. Gratuliere, ein Doppelsieg heute hier beim MSC Bergheim. Danke. Hat saugeile Veranstaltung hier. Strecke richtig gut. Immer schön bewässert. Top.